haben heute wieder Neues aus der Werkstatt. Ja, und wie wir hier und da schon mal beginnen mit, wer zweimal kauft, kauft öfter. Hier haben wir ein paar wunderschöne Teile zugeschickt. Ich mache Übersetzer. Der wollte heute nicht viel reden, aber dafür meinte er, der müsste die Hände bewegen, damit er hier für Taubstumme auch was sagen kann. Was ist das? Das ist, sieht aus wie Domlager, ne? Post woher? Post aus Mühlhausen. Domlagerkugel. Domlagerkugel. Ach, guck mal her. Na, ich lese das mal. Nein, ich habe da auch schon was vorbereitet. Ich hab schon mein Geld heute verdient. Schön. Hier wollte jemand auch mal einen Beitrag dazu geben. Wer billig kauft, kauft zweimal. Der hat auf einer Internetplattform zwei Domlager für seinen Polo gekauft, die eingebaut, schnell geliefert, auch schnell montiert. Nach der Montage mit der ersten Probefahrt stellte sich beim Einlenken fest, dass die Lager nur Schrott sind. Domlager sitzen hier oben. Oh, kann man's denn die haben wir eigentlich nur hier in Köln, wo der Dom steht, ne? Ja, das sind, aber das sind sie auch, deswegen sind sie auch zwei. Hilfe! Haben wir wieder das falsche Zeug gefuttert. Also, ja, ich habe hier Stoßdämpfer. Können wir es eben zeigen? Domlager sitzen oben am Kölner Dom, wie der Jürgen gerade sagte. Stoßdämpfer. Feder. Hier ist eine Feder normalerweise drauf. Hier könnt ihr da oben sehen. Das ist der Stoßdämpfer. Dann ist da oben die Feder. Und ganz oben drin, hier oben drauf. Da oben drauf sitzt das Domlager. Weil, wenn ich das Fahrzeug lenke und meine Räder sich bewegen, dann bewegt sich ja auch hier das Unterteil. So, das hier oben ist an der Karosserie verschraubt. Unten drehe ich mein Rad, die Feder und alles dreht sich mit, weil die Feder ist genau hier zwischengespannt. Die dreht sich mit. So, und das Domlager, ja, da sind diese... Hier, sitzt hier die da kann man das schön sehen. Hier sitzt die Feder da drauf. Ja? Guck mal, dreh das mal. Hör mal. Genau das, was er hier beschreibt. Das ist hier das gleiche Lager. Und hier sind die ganzen Schrauben alle raus. Die ganzen Kugeln rausgeflogen. Er schreibt hier, er hatte das Gefühl, dass beim ersten Lenken hörte sich das so an, als wenn die Federn gleich durch die Haube geschossen kommen. Ja, vor allem, wenn jetzt hier noch ein starker Druck drauf ist. Guck mal, wie laut das ist. So, und dann hat er sich bei seinem ortsansässigen Lieferanten neu gekauft und festgestellt, die sind gar nicht viel teurer als die hier. Ach, also, echt? Ja, das war also unerheblich, was er da an Geld gespart hat, aber er hat jetzt zweimal einen ausbauen und weiter. Ja, also und deshalb Finger weg von sicherheitsrelevanten Ersatzteil aus dem Netz, schreibt er hier. So, und er hat noch ein Anliegen. Du hast nämlich eben die 20 Euro schon eingesteckt. Her damit. Er hatte nämlich die 20 Euro beigelegt. 20 Euro bei mir. Wir sollen hier ein Autogramm drauf machen und ihm die Tasse zuschicken, die 20 Euro. Wo hast du denn hingetan? Scheiße. Ja, okay. Machen wir Autogramme drauf und dann schicken wir. Vielen Dank für eure Mühe und verbleibe mit freundlichen Grüßen. Sanjo Stützer. So, nochmal zur Erklärung, nicht, dass das falsch aufgefasst wird. Also die Tasse hat er jetzt gekauft mit den 20 Euro und er wollte aber nur Autogramm da drauf haben. Genau, und normalerweise verschicken die Tasten ohne Autogramm, wir können nicht für alles unterschreiben, das machen wir jetzt ausnahmsweise, da hat er doch 5 Euro den Rest, oder das sind noch 6 oder 7 Euro für die DKMS als Spende. Vielen, vielen Dank dafür. Nicht, dass es zu Missverständnis kommt. Sanjo, vielen Dank fürs Zuschicken. Ja. Auch da nochmal, wirklich nochmal Danke, sage ich jetzt öfters mal, weil ich es einfach geil finde, dass ihr uns so unterstützt. Erledigt. Jetzt haben wir, letztes Mal sagte jemand, ich die zu Amazon zurück oder was? Aber gib doch bitte mal eine Information, wo wir und was wir bei eBay kaufen können, dass wir preiswerte Teile eben in der Erstausrüsterqualität kriegen. Können wir eigentlich keine Information darüber geben, weil was da alles verkauft wird, ihr seht ja, das sieht ja alles sehr gut aus. Es gibt ja selbst solche Lager, wo dann die Originalersatzteilnummer drauf ist. Da können wir überhaupt gar keine Info geben. Wir kaufen unsere Ersatzteile alle bei unseren ortsansässigen Lieferanten, damit wir, wenn wir ein Problem haben, da hingehen können und das Teil dann da reklamieren. Das ist ein VW gewesen, ne? Oder? 6Q cool oder sowas. Ja. 6Q04. Steht so Originalnummer drauf. Ja. 6Q0 412 331 Bertha.
Das ist 100% ist das. Komm, die gehen wir mal eben ein. Das ist 100% eine Originalnummer. Das ist jetzt wieder so ein Beispiel von wirklich perfekt gefakter Kram. Also, Nummer 6Q0. Und es steht kein Hersteller drauf, ne? 412, ja, aber die Nummer ist ja schon. Was mal. Die Nummer? Ich kann nicht so schlecht lesen. Aber die andere 412-331 Bertha, ne? Bertha. Ja, guck. Originalteil. Das ist jetzt Sachs. Federbeinlager. Sachs, aber das ist die Originalnummer. OE-Nummer. Sachs ist ZF, ist Sachs. Erstausrüster. So, und wo gibt es die da? Günstiger im Online-Shop kaufen. Mhm. Mit Sicherheit. Mhm. So, das ist das Problem. Hier steht sogar eine Originalnummer drauf. Ey, das ist ja wieder so ein Ding, was richtig Knaller ist. Ne? Ja. Steht eine Originalnummer drauf und es ist was du denkst, aus... Du hast einen Qualitätsteil und kriegst dann so einen Scheiß geliefert, der dann auseinander... Ja, genau. Die drücken alles aus, drauf. Vielleicht ist es ja auch irgendwo... Und genau solche Lieferanten, wie wir die haben, worden. Die habt ihr natürlich auch bei euch um die Ecke. Das sind die gleichen, wo wir unsere Ersatzteile auch kaufen. Ja. Und wenn wir jetzt beim Großhändler kaufen, kriegt ihr sie natürlich nicht. Aber es gibt auch Autoteilehändler, wie hier dein Lieferant. Kleine Autoteilehändler, und sagen, ja. Ich will alles aus großer Qualität haben. Dort hat man direkt einen Ansprechpartner. Dann brauchen wir die Dinge auch nicht zurückzuschicken. Sagst du, ich habe hier ein Problem, fährt mit dem Auto vorbei. Und dann kriegt man das ersetzt. Also das ist jetzt echt... Und die verkaufen erst auf Susterqualität oder das, was ich haben möchte. Die haben natürlich auch verschiedene Preiskategorien von diesen Ersatzteilen. Aber das ist, weißt du, dass es ganz selten ist, dass wir wirklich auch die Originalnummer da drauf haben. Ja. Ne? Ja. Aber kein VW-Zeichen drauf. Nee, gar nichts. Kein Hersteller, nichts. Ich schmeiß direkt in den Müll. Nee. Wolltest du ihn da zurückschicken? Nee, ich möchte das gerne behalten, weil mit Originalnummer, die kann ich mir vorne hinlegen. Weil viele Leute sagen, kommen hier rein und bringen ihre Teile mit, die wir grundsätzlich nicht einbauen. Sie sagen, hier steht aber eine Originalnummer drauf. Und das ist echt ein Knaller. Hier nimmt ihr auch eins mit. Ja. Nimmt ihr auch eins mit, legt das bei dir auf die Theke. Okay, ich nehme mir den Karton mit, weil ich muss ja die Tasche auch noch verschicken. Ja, dann nehmen wir das. Ja. Das ist wirklich gut. Als Anschauungsobjekt hier für in die Werkstatt. Weil so, und damit ich das nicht vergesse, viele Leute sagen, steht Original drauf. Ja. Ja, gut. So viel zum Original. Ne? Vielen, vielen Dank dafür. Da freue ich mich. Das legen wir echt vorne auf die Theke. Damit können wir den Leuten was erzählen. So, dann haben wir hier einen Wagen, einen VW 2 Liter 16V FSI. So, und der Kunde gibt uns als Auftrag AGR-Ventil erneuern. Das AGR-Ventil haben wir dann neu gemacht. Kann man hier hinten sehen. Da sitzt es. Das AGR-Ventil haben wir neu gemacht. Der hatte zwei Fehlerkodierungen drin und jetzt hat er nur noch eine Fehlerkodierung drin, aber immer noch AGR-Ventil und zwar... Ja, und es wurde angelernt. Ja, und es wurde angelernt. Ja. Danke. Ja, dann kommt er dran. Ah, haben Sie vergessen anzulernen, da sind Fehler wieder drin und. Genau. Aber es wird angelernt von uns, sonst passt es nämlich nicht. Sonst könnte es ja jeder selbst einbauen. Genau. Geht und da steht drin, Abgasrückführungssystem A, Abgasdurchfluss fehlerhaft. So, und da kann es sein, dass wir hier wirklich ein Problem haben hier mit der Ansaugbrücke. Wir haben das hier schon mal aufgemacht. Das heißt, die Abgase, AGR-Ventil heißt ja, dass die Abgase, bist du fast gefallen, ne? Patrick, pass auf, hier liegt ein Koffer. Da liegt ein Koffer, nicht, dass du fällst, Patrick, ne? Die Abgase werden hier nochmal der Verbrennung zugeführt, damit die Abgastemperatur gesenkt wird. Dadurch werden die Stickoxide minimiert. Also mit heißen Abgasen wird die Verbrennung, die Temperatur gesenkt. Auch verrückt, ne? Ist aber so. Diese Verkokung, die hier an dem AGR-Ventil entsteht, durch diese Abgase, die man hier sehen kann, ne? Da, diese Verkokung und vor allem auch hier innen drin. Das passiert noch in einem stärkeren Maße in der Ansaugbrücke, weil da die Temperatur auch noch gesunken ist. Feierabend. Du hältst einfach drauf. Und ich komme wieder.
die Abgase hier innen drin noch abgekühlt werden und dann verschmockt das da innen drin richtig. Und wir schauen jetzt mal, ob wir da innen drin vielleicht sogar was verbrannt haben. Das passiert eben auch öfters mal, dass die Ansaugbrücke, ich mache jetzt mal die Drosselklappe hier auf, Schraubenstick, stellen wir die auf und gucken hier mal mit. Hast du zufällig auch einen Stick? Warum ist denn hier der Stick nicht drin? Basti! Patrick, wo ist denn der Stick? Der Basti hat den nicht zurückgebracht. Ach nee, diese Jungs, auf alles muss man aufpassen bei denen. Ja, Patrick, das Leben ist hart, ne? Ich weiß. Ja, das mit dieser Abgasrückführung, das ist, für die Umwelt ist es natürlich ganz toll. Ganz toll. Und für die Motoren ist es absoluter Müll. Absoluter Müll. Vor allen Dingen, hier können sich auch noch, außer dass sich hier in diesem Rohr hier was verschmelzen kann oder was kaputt gehen kann, können sich auch diese Leitungen, die hier sind, zusetzen. Die sind dann innen drin genauso verkokt. Und ja, dann geht dann natürlich auch nichts durch, auch keine Durchflussmengen mehr. USB, das ist aber auch hier. Wenn ich dir den jetzt gleich mitgebe, den Stick, damit du die Aufnahmen da reinmischen kannst, ne? Bring ich den morgen wieder. Bringst du mir morgen wieder? Mhm. So, guck mal rein. So, Aufnahme. Okay. Boah, guck erst mal, wie das verguckt ist. Ja. Ach, fuck you. Da ist ja mehr Kohle drin als im Bergwerk. Ach du Scheiße, guck dir das an. Ach, du kriegst die Tür nicht zu. Ihr wirst wahrscheinlich die komplette Ansaugbrücke runtermachen müssen, ne? Boah, guck mal an, wie Zeug da drin ist. Boah. Okay, wir machen mal eben die... Guckst du gar nicht mal gut hin. Da ist der Ausgang vom AGR. Wir machen es mal auf. Wir machen die Drosselklappe mal raus. Ja. Wir machen die Drosselklappe, ein mehr sehen, die Drosselklappe mal raus und gucken da mal rein. Ja, machen wir die mal raus. Boah, guck mal an. Ach du Scheiße, guck mal, wie das Endoskop aussieht. Lass uns mit rein hier sauber machen, mit Bremsen rein hier. Ja. Das kann unser Endoskop, nämlich auch mit chemischen Lösungen. Hast du es ausgemacht? Das war weit, ne? Weit weg von der Arbeit hier. Ich arbeite zwar auch gerne weit weg von der Arbeit, aber so weit auch. Ach, guck mal, was da für Klumpen drin sind. Boah, guck mal, was da für eine Verkokung. Das war ein Witz, ne? Nicht, dass das irgendjemand falsch versteht. Hast du heute einen Clown gefrühstückt oder was? Vier Stück, ne? Ja. Mhm. Die Höhle des Grauens. Ach, du kriegst die Motten. Wow. Nee. Hier was ist denn mit dem Anschluss da zu dem AGR-Ventil? Hier war ein ganzer Knubbel drauf. Hier war einfach Knubbel drauf an der Stelle. Da oben drin. Ja. Ja, das könnte man jetzt eigentlich mit dem Blaster sauber machen. Das heißt mit unserem Nussschalenblaster. Aber ich habe bei mir eine Drosselklappe, Holger. Eine Drosselklappe, sowas habe ich noch nicht gesehen. Da hängt sogar so ein dicker Klumpen noch drin. Pass auf, die machen wir mit dem Blaster eben sauber. Komm mit. Bis gleich. So, jetzt bin ich hier in meiner Werkstatt. Meine Jungs haben schon mal die Sachen alle hier hingestellt. Hatte ich eben schon mal mit schnell telefoniert. Ich habe da ein AGR-Ventil, beziehungsweise eine Drosselklappe, kein AGR-Ventil, das ist eine Drosselklappe. Hier geht es ja noch, aber auf der Seite kann man wunderschön sehen,
Also mehr Kohle geht hier gar nicht dran an so ein Teil. Das ist komplett dicht mit Kohle. Da bewegt sich natürlich auch keine Klappe mehr und nichts mehr. Und jetzt zeige ich mal, wie man das mit dem Nussstrahlblaster sauber kriegt. Das ist das Gerät hier. So sieht das aus. Hier kann man schön sehen. Ich mache es mal gerade auf. So, hier sind die, hier ist das Nussschalengranulat drin. Ganz fein gemahlen. Machen wir mal die Kiste wieder zu hier. So. So, da ist ja ziemlich Druck drauf. So. Die Jungs waren clever. Letztes Mal sahen wir nämlich aus. Die Schweine. Weil wir haben noch keine Kabine dafür. Und deshalb ziehen wir mal schön was drüber. Ja, jetzt, das Mikrofon wird jetzt wahrscheinlich ein bisschen verdeckt sein. So. Also reicht eigentlich. Und immer dran denken, es gibt keine Gespenster. Schutzkappe. Alles gut? So. Und dann reinigen wir mal. Normalerweise, je nachdem, was man sauber macht, kann man da noch einen Staubsauger dran anschließen. Das brauchen wir jetzt hier nicht. Und da wir dieses Teil hier. So. So, Patrick, ich halte das mal so, dass du nicht direkt im Feuerstrahl drin bist. Guck mal hier rein. Sieht das nicht toll aus? Super, ne? Gut, den Rest kriegen wir auch noch raus. Ja. Sieht toll aus. Prima. Kann man wieder einbauen. So. Das können die Jungs hier gleich sauber machen und ich fahr schnell wieder rüber zu euch. Ja, ja, habt ihr gesehen, ne? Geht doch super. Muss aber im Staubsauger, neu. Am besten ist, wenn du noch einen Staubsauger dran hast. Ein Staubsauger dran, ja. Aber es fliegt immer ein bisschen was rum, dann ist aber nicht tragisch. Ja, cool, sind aber los, was die sauber. Und das ist geil, wir haben ja dieses Teil, gibt es eigentlich relativ schwierig zu kaufen. Und jetzt kommt unsere Werbeeinblendung. Nee, Fabuka? Ja, in der Fabuka. In der Fabu World gibt es das Ding im Moment richtig Preise zu schießen. Guckt euch ja das mal an. Hier an dem Punkt, da war so ein richtiger Knubbel. Also eigentlich müsste man die Ansaugbrücke hier auch mal komplett reinigen. Aber ich denke, dass das wirklich das dieser die Knubbel, frei hast, dieser Knubbel, der da drin steckt. Dann, ich ist, glaube, dann, ist, die, der, dann ist der Durchfluss. Durch das Röhrchen, durch das AGR-Ventil ist der Durchfluss gegeben. Wir machen den jetzt wieder rein. Mach das Ding rein, Federspeicher löschen, lass den Wagen mal laufen und ich wasche mal die Finger. Und sehr wahrscheinlich werden wir es damit schon gelöst haben, werden wir dem Kunden empfehlen, das dann mit einem Blaster sauber zu machen. Ja. Durch Zufall haben geiles, wir das. Geiles Teil einfach, dieses Gerät. Dieses ja. Gerät ist echt mega. Vor allem kann ich dann selbst jetzt, wenn es Weihnachten ist, ne, Jürgen, können wir wieder die Nussschalen sammeln, ne? Ja, kannst du dann in den Mixer reintun, ne? So. Ding ist drauf. Bin ich gespannt. Okay, kannst du draufstecken? Ja. Obwohl das mit dem Endoskop gar nicht so schlimm aussah da an dieser Stelle, ne? So, achso, diesen komischen Stecker muss ich noch wieder drauf machen. Ja, wäre besser, ne? Kabel ist weg. Der Speicher ist gelöscht.
Lass mal laufen. Bist du fertig? Ich wäre dann soweit. Pass auf, stoß dich nicht. Zwölf Sekunden später. Gut. Gut, aber. Ja. Gut. Hoffentlich kommt da nicht mehr wieder der Fehler. Ja. Denke aber, dass es dann weg ist. Aber wirklich in diesem Teil habe ich es mit dem Endoskop nicht gesehen. Wirklich ein kleiner Knubbel drin. Passiert aber immer häufiger, ne? Dass diese Rohre sich zusetzen von diesem, dieser Abgasrückführung. Oder wenn man sich so mal so einen Schuh kleben. Hämmer, Pony, heb mal deinen Sohlen hier hoch. Wenn man sich hier diese. Bleib doch still! Wenn man sich hier diese Laufkultur anhört, ne? Unglaublich. Hätte ich früher gedacht, so ein Motor, ne? Der ist kaputt. Ja. Ist auch kaputt. Also gut. Da gibt es manche, die sind wesentlich ruhiger, ne? Dann würde ich sagen, nehmen wir uns den nächsten Wagen. Hör mal, soll ich den ausmachen oder willst du da die Abgase fahren raus. Weiter ins Büro? Fahr bitte raus. Willst du rausfahren? Ja. Warte, tue ich mal die Werkzeugkiste ein bisschen weg. Eine Kundin, die hat wohl irgendwie ein Problem, dass die ein... die Batterie leer ist, wir sollen den Stromabnehmer prüfen. Entschuldigung, warten wir eben rein. So. Schauen wir uns das mal an. Bei dem Geräusch, was der hier macht, dieses. Das ist der Generator, den man hört, dass er lädt. Möchtest du erst Ladung messen oder direkt Entnahme? Ich denke, wir gucken die Stromentnahme. Wir können mal ganz kurz gucken, ob wir 13,6 Volt haben. Also um so eine Schnellprüfung zu machen, kann man das mit einem Multimeter machen. Kleine Multimeter, ja. Einfach mal schauen. Könnten wir alles hiermit machen, aber wir haben für ganz schnelle Messung das kleine Multimeter. Einfach mal auf Plus und Minus drauf. Genau, da kann ich einfach mal gucken. Also normalerweise hat so eine Batterie 12 Volt und die müsste jetzt so um die 13,6 Volt oder das 13,3 Volt, weil die Batterie sehr leer ist. Der läuft ja jetzt auch im Leerlauf. Im Leerlauf, also die lädt auf jeden Fall. Wenn der Generator nicht laden würde, dann hätten wir jetzt hier 12 Volt an. Ja. Also muss immer ein gewissen Überschuss sein. Ich habe das damals bei meiner Ausbildung so gemerkt, wenn man, diese Ausbildung, das Bild mir gegeben, wenn man zwei Pfund Butter hat und die sind beide gleich weich und drückt die gegeneinander, passiert nichts. Aber wenn man das eins kälter hat, dann kann man das da reinbringen, reinladen. So habe ich das gemerkt. Also muss immer einen Überschuss haben, also mehr Spannung haben, damit du überhaupt reinkommst. Ich habe das mit der Butter irgendwie immer im Kopf gehabt. Ja, das ist ein gutes Beispiel. Ja, genau. Dann drückst, dann drückst du eben, dass die harte Butter in das Weiche rein. Das heißt, mehr Saft kommt, um überhaupt was gespeichert zu werden. Und dann musst du eben über 12 Volt sein. So, das ist so das Bild in meinem Köpfchen. Also in dem Fach des Kraftfahrzeugelektrikers muss man sowieso ganz oft bildlich sprechen. Denn vorstellen kann sich das einer, der kein Fachmann ist, sowieso nicht, was da passiert. Das stellen wir auch immer wieder fest, jetzt springt er nicht an. Jetzt ist Nee, ich denke, das wird jetzt schon reichen. Ich guck nochmal zum eben. Anspringen. Wow! Da hat sie aber schön mit Casala geladen, mit voller Ladeleistung. Wie viel Ampere hatten die? So, kann man das sehen? Dann 70, 80 Ampere. Messen wir jetzt mal, was die Batterie im Ruhestand rauszieht. Da können wir jetzt einfach mit einer relativ einfachen Messung. 90 Ampere Generator hat er drin. Ja, siehst du? Jetzt ist das Ding auch so voll. Ruhestrommessung, ja. 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 Haben wir da unten? Ja, und da können wir rangehen. Wir gehen an die Minusleitung dran, ans Mastekabel, das hier unten klemmt. So kommen wir, glaube ich, drauf. Ja, so kommen wir dran. So, hier kommen wir schön an die Masteleitung dran. Weil der ganze Strom, der hier entnommen wird aus der Batterie, nur über diesen einen Anschluss geht. Wenn wir auf die Plusseite gehen wollten, hier kann man natürlich auch messen. Aber hier haben wir einen Abzweig drin, einmal nach hier unten runter. Das müsste normalerweise zum Starter gehen. Da sind auch je nachdem Verbraucher mit dran angeschlossen an die 30er-Leitung. Dann haben wir hier eine Leitung, eine 30er-Leitung, die hier hochgeht, wo hier die Verbraucher zum Sicherungskasten und so weiter gehen.
Ich weiß gar nicht, haben anders noch was anderes dran? Kann ich so nicht sehen. Dürfen so maximal auf der Massenseite haben wir alles dran. 30 bis 50 Milliampere darf der ziehen. Und jetzt müssen kommen wir mit drüber? Passt das? Ja. Also wie gesagt, 0,3 Ampere darf er maximal, 30 Milliampere. 30 bis 50 Milliampere. 3 Ampere. Ja, 3 Ampere zu viel. Warum? 3 Ampere. Abgeschlossen hat's er, ne? OD. Doch, abgeschlossen ist er. Blinkt. Doch. Der blinkt. 3 Ampere. Ey, das ist richtig heftig. Ja, müssen wir... Ich würde sagen, Generator. Oder Beleuchtung im Kofferraum. Kofferraumbeleuchtung zieht weniger Saft. Kofferraumbeleuchtung. Da steht doch einer auf der Bremse. Ey, komm mal raus da. Ja, aber das war aber vorhin nicht. Mir ist das vorhin nicht aufgefallen. Ich habe nicht geguckt, ich war vorne. Aber nee, ich bin zum Auto gegangen, da war ja ganz leer, sonst hätte sie genau, dann auch... Genau, dann haben wir gestartet und sind reingefahren. Aber die hat ja doch heute Morgen gebracht, dann hätte ich es doch sehen müssen. Also... Nee, hättest du nicht. Warum? Die Batterie war ja schon leer. Hat die heute Morgen gebracht? Ja, klar. Oh, dann zieht er 3 Ampere. Ja klar, heute Morgen schnell. Um 6 Uhr hat den gebracht, klar. Okay, ja, dann passt das. Dann ist er leer. Ja, auch knapp. Wie nachdem, wie voll die vorher gewesen ist, wenn die über Nacht schon bei dir gestanden hat. Oder gestern Abend gemacht. Okay, ja. Wir philosophieren hier gerade. Bremslicht. Unten am Bremspedal ist ein Bremslichtschalter. Dieser Bremslichtschalter, man tritt einfach drauf, der löst aus. Ja, kannst du schöne Musik drauf machen. Also wenn er sagt Bremse, dann macht er gleich diesen. Ja, wenn ich schieße, mache ich auch so. Stimmt. Ist doch klar. Ich vergaß. Und wenn ich, mach so. Nee. Wenn, sag mal nicht. Bremslichtschalter, man tritt auf die Bremse, dann wird einfach die Spannungsversorgung, das ist jetzt hier die sogenannte 30er Spannungsversorgung, also direkt von der Batterie hinten zu den Bremsleuchten geführt. Einige Fahrzeuge haben das auch bei 15 laufen, das ist der Zündstrom, wenn man es einschaltet. Ja, und da wird der größte wahrscheinlich der Bremslichtschalter kaputt sein. Machen wir einfach mal unten die Verkleidung auf. Und dann guckst du mal da rein. Guck mal die Verkleidung auf und klemmen den Bremslichtschalter mal ab. Hör mal, ich tue mal Ladegerät dran hier an das Auto. Damit dann nachher auch noch was drauf ist. Ja. Dann schauen wir mal, ob es. Aber eigentlich kann es nichts anderes sein. Es sei denn, der hat hinten eine Querverbindung und der Heckklappe. Die gehen ja auch oft kaputt, die Kabel. Aber da haben wir keine Dauer. Spannung drauf, also keine 30er Spannungsversorgung von der Batterie drauf. Nee, kann eigentlich nur. Die Klappe geht eigentlich nicht, Holger. Kann eigentlich nur der Bremsschalter sein. Was macht Holger? Was? Das ist nicht. Kannst du jetzt gleich gucken? Kannst du das gleich gucken? Du kannst ja von der anderen Seite gucken. Patrick, guck mal, von der anderen Seite. Patrick, siehst von hier nichts, ne? Ah, von der anderen Seite auch nicht. Kommen wir zum Glück gleich dran an so einem Auto. Bremsschalter, das habe ich abgeklemmt. Hast du abgeklemmt? Ja, jetzt müsste eigentlich hinten die Spannungssaison raus sein. Licht ist aus. Ist aus? Ja, also, neuer Schalter rein. Patrick hat sich da gerade voll abgebrochen. Gucken. Ist es aus, ne? Ja. Patrick, ist das richtig, dass du das Ding auf dem Kopf hältst? Ja, um da unten dran zu kommen. So. Ja. Bremsschalter raus. Neuer rein. Der Bremsschalter, eine Macke. Und dann beim Bremsschalter rein. Da holen wir auch natürlich erst aus Rüsterqualität. Los, klar nicht. Wo? No, no, no. Weil hier no. Gibt es auch billigen Mist. Ja, das ist aber auf jeden Fall ein Originalteil, ja, noch. Das Original. Der Wagen ist ja jetzt auch schon 2-3 Jahre alt. Ist aus der Garantie raus, glaube ich. Ne? Okay. Ja, ganz knapp. Kulanz könnte man vielleicht. Kulanz aufstellen. Also wir sind ja hier im Messbereich auf Ampere. Das heißt, wir haben 0,05 Milliampere. Es fährt auch immer weiter runter. 0,05 Ampere, nicht Milliampere. 0,05 Ampere sind ungefähr 50 Milliampere. Jetzt sind wir bei 60, 70. Mit der Zange ist es ein bisschen ungenau, wenn wir mit einem anderen Ampermeter als Schünd dazwischen gehen würden. Das heißt, den Anschluss abmachen und dann das Ampermeter dazwischen legen. Dann haben wir eine genauere Messung, aber wir sind hier genau im richtigen Bereich. Wir sind jetzt bei 60 Milliampere. Top, alles wunderbar. Neuer Schalter rein und es funktioniert. Ich habe jetzt, das ist ja eine Dame, die den Wagen fährt, den habe ich den Schalter jetzt in Lila besorgt, der sieht schöner aus.
So. Hast du einen lila Schalter? So schön, ne? Lila. Lila. So, zu den Schaltern. Kann man jetzt sehen, da ist ein Unterschied. Das heißt, der Schalter hier innen drin ist länger. Der wird jetzt einfach reingedrückt und dann stellt er sich automatisch ein. Kann ich mal zeigen, ne? Wenn man jetzt reindrückt. So, jetzt hat er sich auf das Maß eingestellt. Seht ihr? So, ich kann es mal rausziehen. Das machen wir jetzt nicht zu oft, weil innen drin sind so Zähnchen, die kaputt gehen. Damit beim Reinschrauben ist selbst für Doofe. Jürgen, willst du das reindrehen, das Ding? Ich habe das schon mitgekriegt. Ich habe auch mit zugehört. Also auch Jürgen, ja, auch Jürgen kann das Ding einbauen. So. So. Bitte schreibt in den Kommentaren was rein. Ja. Warum musst du den armen Jürgen immer so veräppeln? Der böse Holger. Ja. Okay, auf jeden Fall machen wir jetzt den Schalter rein und dann schauen wir mal, ob das Bremssystem hinten aus ist. Du kannst jetzt bestimmt wieder nichts mehr sehen. Aber, Patrick, ja, was? Du kannst mir mal die GoPro geben. Kannst du mir eben abschrauben. Scheiße. Muss ich das hier unten aufnehmen? Holger? Ja, ja. Du hast dir gerade die Funke aus der Tasche gefallen und da reißt gerade das Kabel ab. Ach, schmeiß dir doch weg, die Funke. Oder Jürgen, kannst leuchte das, mal bitte kannst hier. Kannst du das da unten auch nicht? Ja, leuchte mal bitte. Hier mit der Lampe. Hallo? Hab selbst eine Lampe. Ja, aber du leuchtest da, wo ich hin. Wo ist das denn? Ja, hier. Halt meine Lampe fest. Und deine Lampe? Ja, hier. Wo ist sie denn? Ja, der hier. Da hier? Ja, da. Da, so. Hier, da hier, da. Ah, ja, das war. Ja. Jetzt geht auch ein Licht auf. So, jetzt steckt man den einfach da rein. Das ist auch Blitzlicht, wenn ich das halte. Genau. Und habt ihr gehört, dieses Ratschen? Und ja. Dann wird er einfach. Oh, stopp. Du musst den jetzt drehen, Holger. Ach, danke. Das ist so. Auch für Deppen gemacht. Ja, deswegen habe ich es ja geschafft. So, also jetzt sitzt er da drin, jetzt kann der Jürgen auch wieder die Taschenlampe loslassen. Ja. So, jetzt sitzt er da drin. Und dann kann man sehen, wenn man jetzt hier drauf dreht, da dieser Fin, die Betätigung ist. Oh, jetzt müsste das Bremslicht eigentlich hinten aus sein. Hans-Jürgen, hier, kannst, mal, ja, kannst du mal eben gucken, ob das Bremslicht aus ist? So, ich auch mal aufnehmen da. Das machst du sehr schön. Holger? Macht er gut, ne? Ja. Ist aus. Ist aus? Tret mal drauf, ob es auch angeht. Nee. Nein. Was? Nein, es geht nicht an. Es geht nicht an. Will ich verarschen? Nee. Die Kamera hat ja gezeigt, was da, dass es nicht angeht. Okay. Patrick, halt nochmal drauf. So, dreht mal drauf. Geht nein. Nicht. Nein, geht nicht. Hä? Ist der Pin vielleicht irgendwie nicht richtig eingestellt? Jetzt! Was? Jetzt ist es an. Jetzt ist es an? Ja. Hä? Der arbeitet genau andersrum. Also wenn du loslässt, geht es an. Und wenn du auf die Bremse trittst, geht es aus. Jetzt an, kurz aus, an. Was? Jetzt ist es an. Aus. Aus. An. Jetzt an? Ja. Ja, okay, weißt aus. Du? Weißt du, das ist auch. Selbst Deppen können das einstellen. Weil da unten mit der Kamera, mit der GoPro, bin ich hingegangen, hab ich zu weit reingedrückt. Deswegen hat der Pin nicht gehalten. Ja, hab ich gerade so, gesagt. Dann können wir uns das jetzt nochmal anschauen. Es leuchtet jetzt. Immer noch. Ist nämlich richtig. Da. Jetzt kann man den Pin rauswandern sehen. Aus, jetzt ist an. So, und das war vorhin eben anders. Konnte man das nicht jetzt sehen. Jetzt ist an. Das ist immer mit den Dreharbeiten und der Kamera. Und so ist das gar nicht so einfach. Jetzt ist an. Jetzt leuchtet. Jetzt hau ab. Dreht mal drauf. So, ihr Lieben. Das war's für heute. Man, müsst ihr denn so einen Lärm machen? Oh, Mann, das ist echt. So, ist schlimm. Atmen. Geht doch gar nicht so. So. Tschüss, ihr Lieben. Denkt an Abonnieren und genau. Daumen rauf, wenn ihr Bock habt. Ne? Euch schon gute Zeit. Mach's bis nächstes Mal. So, und du kannst jetzt auch ausschalten. Tschüss.